Ja, herzlich willkommen bei Gartentechnik.com, bei unserer Montagsrunde. Mit dabei der Gerrit Eicker und ich, Michael Winsemann. Ja, wir hatten krankheitsbedingt so ein bisschen eine Pause und starten jetzt weiter. Also richtig kurz bevor, ja, nicht mehr lange, sagen wir mal, die Saison startet. Und die Saison auch viel Arbeit bedeutet, was ja an sich gut ist. Die Arbeit muss aber auch gemacht werden und dazu braucht man bekanntermaßen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Betrieb unterstützen. Und ja, mancherorts ist es natürlich so, dass die Mitarbeitergewinnung nicht allzu einfach ist. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Und ja, das ist das Thema heute, wie Sie, sage ich mal, diesen Punkt, neue Mitarbeiter gewinnen, auch online, sage ich mal, voranbringen können. Das ist genau die Sache, die wir heute besprechen wollen. Da gibt es nämlich Möglichkeiten, wo wir denken, wir können Ihnen da ein paar Tipps geben und möchten Ihnen die einfach mal zeigen. Und natürlich steht im Mittelpunkt Ihre Website, denn die betreiben Sie nun mal, dafür zahlen Sie Geld und die ist da. Und was noch viel schöner ist, da ist halt auch Aufmerksamkeit drauf. Also alle unsere Kunden zumindest haben so 1500 oder in der Saison auch viel mehr Menschen, die die Website anschauen. Und das können natürlich auch potenzielle MitarbeiterInnen drunter sein. Die könnte man also darüber erreichen. Und selbst wenn nicht, sind das auf jeden Fall Menschen aus Ihrer Region. Denn wir tun zumindest alles dafür, dass die Nutzer auf Ihrer Website eben aus der Region kommen, wo sie sitzen. Und insofern ist das schon mal sehr interessant. Dann, die haben vielleicht Familienmitglieder, die gerade einen Job suchen oder eine Ausbildungsstelle oder kennen jemanden, der jemanden kennt. Ja, also man sollte da jedenfalls nicht darauf verzichten, darauf anzusprechen. Und das gilt übrigens natürlich genauso für die Situation vor Ort im Geschäft, denn da kommen ja bei Ihnen Leute rein. Auch da sollten Sie immer deutlich darauf hinweisen und im Bestfall halt auf die Website verweisen und sagen, okay, wir sind sehr offen für Initiativbewerbungen. So, und wir haben jetzt schon ganz oft hier über das Thema Landingpages gesprochen. Und ich glaube, zumindest unsere Kunden haben verstanden, dass es wichtig ist, bei Google indiziert zu sein. Jetzt ist es natürlich so, sie suchen nicht ständig neue MitarbeiterInnen oder ständig neue Auszubildende. Insofern ist natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt, damit ich in Google gefunden werde? Und das ist zum Beispiel eine schöne Sache, wenn Sie schon mal nach MitarbeiterInnen gesucht haben, dann lassen Sie das einfach auf der Website schreiben, aber unten drunter, das hat sich erledigt. Ich kann Ihnen das einfach mal zeigen. Wir hatten nämlich den Fall jetzt auch. Wir haben eine neue Entwicklerin und dafür gibt es die Stellenanzeige zum Beispiel immer noch hier auf der EIKE-Digital-Seite. Und da steht dann einfach jetzt hier unten drunter, tadam, danke für dein Interesse, aber die hier beschriebene Position wurde am 24. Januar 2022 besetzt. Wir haben tatsächlich nur einen Monat gebraucht, um jemanden zu finden. Das war sozusagen Rekord, insofern sehr schön. Aber diese Seite hier zu löschen, wäre ja extrem dumm, denn möglicherweise suchen wir bald wieder einen WordPress oder Front, eine WordPress oder Frontend-Entwicklerin für Gartentechnik.com. Also, warum sollten wir Google jetzt diese Webseite wegnehmen, wenn das jemand sucht? Die bleibt also schön online, aber wie gesagt, wichtig, kann man hier unten draufklicken, wie kann ich mich bewerben? Dann steht da, sorry, der Stelle ist schon besetzt. Das können Sie ja auf jeden Fall auch mal machen. Das heißt, es ist eine Nachricht, also ein Blogpost, so wie bei Ihnen ja auch möglich. Da schreiben Sie eine, suchen gerade jemanden und dann ist sozusagen da eine Seite, ein schöner Inhalt, den lassen Sie einfach für die Ewigkeit da stehen. Der ist ja eh chronologisch wegsortiert, das heißt, der verschwindet langsam nach unten, aber für Google bleibt er halt da. Und das Schöne dabei ist, was Sie dann noch machen können, Sie können, haben wir oft darüber geredet, eine Landingpage anlegen, die sich explizit um das Thema Mitarbeitende kümmert. Und da gibt es einen ganz einfachen Weg, wie Sie das machen können. Und zwar beschreiben Sie, Sie haben ja, wenn Sie alles richtig machen, eh schon eine Teamseite, wo sozusagen die Leute sind, die bei Ihnen arbeiten, was die für eine Ausbildung haben und warum es sozusagen Geld kostet, wenn man bei Ihnen reparieren lässt. Und diese Seite, die können Sie ergänzen, indem Sie dann nochmal schreiben, das sind so die Arbeitsprofile. Das heißt, da gibt es dann einen Meister, da gibt es wahrscheinlich einen Gesellen, da gibt es einen Auszubildenden. Und die gibt es bei Ihnen einfach. Auch wenn Sie gerade keinen neuen suchen, können Sie das beschreiben. Und diese Seite ist ja ganz neutral. Das Schöne ist, die können Sie dann auch wieder Google-seitig initiieren lassen. Und immer wenn Sie dann jemanden suchen, ist das schon mal bei Google und dann brauchen Sie nur noch in Anführungsstrichen dann einen neuen Post schreiben und sagen, das ist jetzt genau die Stelle, die ich jetzt gerade suche. Und so ist Google schon mal auf Ihrer Seite und wenn Sie dann tatsächlich Bedarf haben, ist das halt auch schnell, rankt das sehr schnell, sauber und dann sind die Sachen da. Also der Vorteil noch dabei,
diese Seiten helfen Ihnen ja grundsätzlich, denn Sie erklären damit auch dem Endverbraucher, der bei Ihnen den Rasenmäher oder die Kettensäge kauft, Sie erklären dem, was denn für Menschen mit welcher Ausbildung bei Ihnen arbeiten und warum das auch einen Preis von 50, 60, 70, 80 oder vielleicht mehr Euro pro Stunde rechtfertigt, wenn die den Rasentraktor reparieren oder den Mähroboter warten oder sonst irgendwas tun, weil die halt gut ausgebildet sind und weil die halt entsprechend bezahlt werden. Also, diese Seite ist so oder so hilfreich für Sie, ganz unabhängig davon, ob Sie gerade akut suchen oder nicht. Das wäre jetzt mal dieses Thema Website. Was kann man denn noch machen, Michael? Also ich würde für gerade noch ganz kurz für die Webseite noch das dann quasi der kleine Pro-Tipp noch ergänzen. Wenn man jetzt eine Landingpage baut mit dem statischen Inhalt, kann man sogar sehr einfach die aktuellen Blogposts, die aktuellen Stellen dort einblenden lassen, indem man einfach dann Kategorien und Schlagworte benutzt, die eben nur zum Beispiel mit dem Schlagwort oder mit der Kategorie Job eben auch nur auf dieser Seite angezeigt werden. Das kann man schön filtern. Das kann ich auch gerne zeigen, wenn da jemand Interesse hat, und könnte auch mal ein gutes Thema für ein Webinar sein. Ja, abgesehen davon, was man natürlich auf der Webseite machen kann, das sind meines Erachtens auf jeden Fall zwei Dinge. Man kann natürlich die Stellenbörsen nutzen, sollte man auf jeden Fall. Das ist wichtig, und wir haben ja gerade bei uns auch gesehen, wie wichtig das ist, neben der Landingpage. Es gibt da natürlich, muss man ein bisschen schauen, was im mechanischen Bereich da für Sie relevant ist, aber die großen Stellenbörsen kennt man ja auch im Prinzip. Und ich finde natürlich auch, sind die sozialen Medien sehr, sehr interessant, weil die auch ja teilweise sehr lokal sind. Und das andere ist natürlich auch, welche Zielgruppe Sie ansprechen wollen, ne? Auf Facebook kann man ganz normal, also finde ich fast schon wie auf der Webseite, die Stellenanzeige posten oder auf die Webseite eher verweisen. Man kann es sogar twittern, und auf Instagram wird man vielleicht schon sogar eher ein bisschen moderner, versucht schon jüngere Leute anzusprechen. Und das Thema TikTok hatten wir auch, also Video. Da haben wir dann nochmal eine andere Altersklasse, die man dann eben auch mit ein bisschen peppigeren Inhalt, mit einem Video-Inhalt natürlich erreichen kann. Und man kann sogar bei den erstgenannten Medien, also bei Facebook, natürlich auch noch Anzeigen schalten, wenn man dann noch ein bisschen Geld ausgeben will. Aber das würde ich immer erst danach machen. Also das sind die Dinge, die mir noch einfallen. Und da stellt sich ja immer die Frage, wo kommen jetzt die Inhalte her? Und das ist zumindest der Teil, wo Sie ein bisschen auf Ihren Verband, wenn Sie zum Beispiel, das hieß ja, oder heißt immer noch Bufamod, aber die haben auch einen neuen Namen, zurückgreifen können, genau, Land und Landbau, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Name ist, Moment, ganz da unten steht es, Landbautechnik-Bundesverband, das ist ja der übergeordnete Verband, und die betreiben ja die Seite Starke Typen-Info. Und die Seite hat meines Erachtens für Sie etwas Interessantes, weniger für die, die sich möglicherweise bei Ihnen bewerben. Also, hier gibt es zum Beispiel so Seiten, wo man Ausbildungsbetriebe und Ähnliches suchen kann. Das heißt, die richtet sich eigentlich diese Website an Auszubildende, aber das gibt halt die Startseite und so weiter nicht her, und ich glaube auch nicht, dass da jetzt viele Leute sich drüber finden. Was sie aber auch hat, sind zum Beispiel Informationsmaterialien, und da kann man sich sicherlich auch noch einloggen und noch mehr runterladen. Dann gibt es Informationen zum Beispiel zu Weiterbildungsmöglichkeiten, und diese Informationen, das ist ja sozusagen auch der Ansatzpunkt der Seite, kann man natürlich sehr gut auf der eigenen Website auch weiterverwenden. Dann muss man das nicht alles neu schreiben. Ja? Und das ist ja explizit auch ein Serviceangebot für Sie. Und da ist es natürlich dann hilfreich, darauf auch zuzugreifen. Das Gleiche gilt natürlich vor allem auch für den Ausbildungsbereich. Genauso gibt es hier ja auch die ganzen, also hier gibt es dann Informationen auch explizit für den Motorgerätebereich. Das ist natürlich sehr schön für die eigene Website, also zumindest wenn man da in dem Verband ist. Und dann kann man auch mal nachfragen. Aber das wäre zum Beispiel Informationsmaterial, was erstmal unabhängig ist von Ihnen, aber natürlich genau Ihre Situation beschreibt. Dazu würde ich Ihnen natürlich trotzdem empfehlen, sehr genau zu beschreiben, wie das bei Ihnen vor Ort ist. Denn Sie suchen ja jetzt niemanden von der Stange, sondern auch jemanden, der zu Ihren anderen Mitarbeitenden passt, also dass das sozusagen in das Team reinpasst. Und insofern sollten Sie da auch
ein bisschen was zusätzlich schreiben, wie das bei Ihnen so läuft, wie die Situation im Betrieb ist, wer da arbeitet etc. Aber das hatte ich ja vorhin schon, eine Teamseite gibt es bei Ihnen ja sowieso. Und insofern können Sie das dann damit einfach ergänzen, indem Sie erklären, was die machen, was deren Werdegang ist. Und damit ist es natürlich auch offen für andere zu verstehen, aha, okay, wenn ich also Meister dort in der Werkstatt werden will, dann muss ich wohl erstmal eine Lehre machen. Das ist ja doof, aber dann weiß ich das zumindest schon mal. Und dann kann da ja dann zum Beispiel solche Informationen, die können dann nachfolgen und erklären, wie man das eigentlich macht, wo man die Lehre machen kann. Also gibt es ja gewisse Schulen für etc. Das kann man sich dann ja auch schön informieren. Und diese Informationsmaterialien könnten Sie schon mal nutzen. Und das ist sozusagen ja, wie gesagt, ganz entscheidend wichtig auch für Google. Aber nochmal, es reicht nicht hier nur irgendwas zu kopieren. Wichtig ist halt auch, den eigenen Betrieb dazu erklären. Und das ist natürlich auch für Ihre Kunden wieder interessant. Weil nochmal, diese Seite, wo Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden erklären, ist ja nicht nur für Sie, also für potenzielle Mitarbeitende, sondern auch für Ihre Kunden. Super interessant, weil die halt verstehen können, warum hinterher so viel Geld abgerechnet wird, wenn dann was repariert, gewartet oder irgendwo im Garten installiert wird. Das rechtfertigt das halt. Und deshalb gehört das eigentlich, meines Erachtens, eigentlich auf jede Website. Wie gesagt, als Landingpage und dann mit ordentlichen Informationen, Videos und so weiter gibt es ja hier auch. Das kann man übernehmen. Hier bei dieser starke Typen-Website wäre es halt super hilfreich, wenn die sich halt an die Menschen wendet. Und ich glaube, es ist schwierig für einen 15-Jährigen. Dieser Website kommt ja nicht so richtig weit. Und ich will jetzt auch mal das Thema Website verlassen an der Stelle. Was hier starke Typen dann anbietet, kann man hier unten im Footer auch ganz weit unten, also schwer zu erreichen, aber immerhin Facebook und Instagram. Also Facebook, ich sage es immer böse, ist sozusagen das Altenheim im Internet. Also das ist so Durchschnittsalter 55, da sind die, die noch nicht weitergezogen sind. Die sind da noch, sieht man ja jetzt auch, Facebook verliert das erste Mal jetzt signifikant NutzerInnen, gerade in den USA, gerade in Europa. Warum? Hat wenig mit Datenschutz zu tun, das haben die Leute immer noch nicht verstanden, aber es hat viel damit zu tun, dass da halt die Alten sind und die Jungen sich da nicht so richtig heimisch fühlen. Vielleicht noch in irgendwelchen Gruppen, außerdem sind da viele politische Themen. Das ist ja ganz interessant, LinkedIn zum Beispiel hat ja jetzt gesagt, sie wollen, da geben jetzt den Nutzern einen Knopf, da kann man alle politischen Inhalte ausschalten. Sehr, sehr gute Idee von Microsoft. Facebook hat das halt nicht und deshalb sammeln sich da halt gewisse Leute und deshalb ist es halt nicht mehr attraktiv. Und vor allem, wenn sie Auszubildende suchen, dann ist das die falsche Plattform. Die werden Sie auf Facebook nicht finden. Und das bringt halt nichts. Also gut, die Seite hat jetzt 582 Freunde, mal 624 Follower, aber da wird nicht viel drüber kommen. Instagram ist schon mal interessanter. Instagram, Durchschnittsalter, also so Anfang, Mitte 40. Das ist zumindest interessant, wenn Sie Gesellenmeister suchen. Dann sind Sie hier schon mal richtiger. Und das ist auch ein freundlicheres Umfeld. Da müssen Sie natürlich auch für eine gewisse Followerzahl suchen, bei Ihrem Betrieb natürlich wieder, wo Sie dann solche Sachen posten können. Und da müssen Sie natürlich auch wieder sinnvolle Informationen dort unterbringen. Das ist natürlich auch, und deshalb gehört das halt eigentlich auch auf Ihre Website hilfreich und auf Ihren Instagram-Account, erklären Sie einfach und erzählen Sie, was Ihre Mitarbeitenden heute schon machen und was Sie selbst tun. Sie sind ja wahrscheinlich der Meister und sind vielleicht auch in der Werkstatt. Erzählen Sie es einfach, zeigen Sie es. Und am besten nicht nur in Fotos, auch auf Instagram. Instagram sagt, Sie wollen keine Fotoplattform mehr sein, sondern eine Videoplattform. Machen Sie Kurzvideos. Kurzvideos sind aktuell die Währung, mit der man Aufmerksamkeit generiert im Netz. Und da sind wir sozusagen auch dann bei den Plattformen, wo ich es Ihnen empfehlen würde, gerade bei Auszubildenden, wenn Sie die erreichen wollen. Da können Sie noch auf Snapchat gehen, das ist die alte Möglichkeit. Da kann man Stories machen, so wie auf Instagram auch. Das heißt, Sie können sie auf Instagram und auf Facebook dann immer noch zweit und dritt verwerten. Oder Sie gehen direkt zu TikTok, weil da sind auf jeden Fall die Jugendlichen zuhauf. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber es ist, glaube ich, für die Branche jetzt ein bisschen zu spooky. Also Sie können natürlich auch auf Twitch live streamen und Ähnliches. Wenn Sie zum Beispiel einen Auszubildenden haben, der, wo Sie wissen, der zockt gerne, und vielleicht spielt er noch hier sowas wie, es gibt ja diese Traktorsimulationen oder Bauernhofsimulationen, vielleicht spielt er sowas. Dann können Sie sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Kanal auf Twitch, da kann der das dann live streamen, dafür kriegt er einen kleinen Obolus und da kann sozusagen Interessenten dann ansprechen. Aber ich glaube, das ist alles ein bisschen zu viel, weil Sie ja auch im lokalen Bereich was suchen. Aber das Format, was heute halt funktioniert, ist ganz klar Kurzvideo, Hochformatik, also für das Mobiltelefon optimiert. Und das produziert man am besten auf TikTok und packt es dann zusätzlich als Story und als Reel auf Instagram und schiebt es dann noch rüber zu Facebook. Dann ist man mit der ganzen Nummer eigentlich durch, hat alle Kanäle bedient, aber vor allem die wichtigen. Denn nochmal,
Sie können auf Facebook nicht erwarten, dass Sie dort einen 15- oder 14-Jährigen erwarten, der demnächst mit seiner Ausbildung, also mit seiner Schulausbildung fertig ist und dann bei Ihnen eine Ausbildung machen will. Keine Chance, der ist da nicht. Der wird da auch morgen nicht sein. Also, und der ist halt auch schon nicht mehr auf Instagram. Da gehen die Leute dann später vielleicht noch hin. Ist halt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, Facebook, Instagram nicht so gut. TikTok, Snapchat, das ist das die Möglichkeit. Oder, was halt auch immer geht, YouTube. YouTube, da haben Sie sozusagen alle, das ist die breiteste Demografie, da ist sozusagen alles untergebracht, was Sie auf allen anderen Plattformen auch finden. Aber da ist natürlich definitiv Video das Format der Wahl. Da kommen Sie gar nicht dran vorbei. Das Schöne da, haben wir auch schon mal ein Video hier drüber gemacht, da gibt es YouTube Shorts mittlerweile, die sind auch aus der Beta raus, das ist also jetzt ein fester Bestandteil von YouTube. Da haben Sie das Format wieder. Das heißt, Sie produzieren so 15 und 30 Sekunden Schnipsel auf TikTok und die spielen Sie dann nach YouTube und Instagram. Dann sind Sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Ich denke, das erweitert das klassische Spektrum der Stellenanzeigen deutlich. Und klar, das kann man natürlich auch immer noch probieren, aber das ist ja nicht unser Thema. Insofern, klar, mit der Webseite anfangen, die sozialen Medien nutzen, alterszielgerecht. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle einfach viel, viel Erfolg damit. Und wie gesagt, was die Webseite betrifft, das zu verwenden, gibt es gerne mal ein Webinar dazu. Da folgen jetzt auch wieder Termine und die sind ja immer mittwochs. Und ja, genau, dann würde ich sagen, viel, viel Erfolg damit und bis zur nächsten Montagsrunde. Ciao.